Okay, mache ich. Ja, bis später. Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Meine Mama hat gerade angerufen, ihr habt es mitbekommen und sie hat mir gesagt, dass ich jetzt den Backofen einschalten soll. Sie und Stefan sind nämlich auf dem Weg zu mir und sie bringt was zu essen mit und dafür muss ich den Ofen vorheizen. Und bevor ihr jetzt gleich seht, was es bei uns heute zum Mittagessen gibt, zeige ich euch mein Frühstück. Guten Morgen, Ladies. Zum Frühstück gibt es wieder meine warme Hirse mit einem gebratenen Apfel, Vanillezucker, Zimt, Zucker. Und anstelle von Sahne habe ich heute Joghurt genommen. Von Andexer Natur Bio-Rahm-Joghurt mild in der Geschmacksrichtung Mango-Vanille. Das schmeckt ganz lecker. Und das ist auch eine gute Kombination, das zu essen. Also entweder mit Joghurt, Sahne oder mit Quark ist auch ganz lecker. Meine Mama und Stefan sind jetzt da und jetzt gibt es unser Mittagessen und als Vorspeise gibt es einen Salat im Glas. Unten ist Sauerkraut, Kimchi und dann Radicchio, Chicory, Rucola, Tomaten, Gurken. Genau. Und ganz unten Sauerkraut. Dinkellasagne mit Kürbis, Mangold, getrockneten Tomaten, Mais, Artischocken, was haben wir denn nur drin? Ein wenig Zwiebel, Grünkohl. Und wie genau meine Mama die Lasagne gemacht hat, hat sie euch ja neulich schon in einem Video erzählt. Guten Appetit. Guten Appetit. Die Nachspeise ist selbstgemachtes Apfelmus. Apfelmus, Sahne, Apfelmus, Schokosahne, kleines Blättchen versteckt. Ah. Wir haben uns das erste Eis in diesem Jahr geholt von Bayreuths bester Eisdiele. Ich habe klassisch eine Kugel Pistazie und eine Kugel Schoko mit Sahne, die meine Mama schon gemopst hat. Einen Teil. Meine Mama hat Pistazie und Naturjoghurt. Und Stefan hat eine Kugel Schokolade. Und das lassen wir uns jetzt schmecken bei diesen wunderschönsten, herrlichsten Frühlings-Sonnenwetter. Auch wenn wir gerade im Schatten sitzen, aber who cares? So, ich versuche da mal zu Abend zu essen. Es kam jetzt irgendwie eins nach dem anderen und mein Apfel ist auch schon ziemlich braun. Also zum Abendessen gibt es jetzt einen Apfel, dann eine Orange und dann habe ich mir noch zwei Brote geschmiert. Die hat meine Mama selber gebacken. Die sind mit Kürbiskernen und schwarzen Sesamkümmel. Und ich glaube, das hier ist, ich weiß nicht, Koriander oder irgend so ein Gewürz halt auf jeden Fall. Vielleicht so eine Brotgewürzmischung mit Butter natürlich und mit Salami. Das ist Sportsalami und das ist auch irgend so eine. Ich mag nicht, wenn die Salami so viele weiße Flecken hat und die hat halt weniger weiße Flecken. Deswegen mag ich die ganz gerne und Sportsalami ist eigentlich meine Lieblingssalami. Und dann gibt es noch zwei Essiggurken. So, meine heutige Nachspeise, einmal ein Kinderpingui. Es heißt Live Like a Lady. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns am Freitag wieder. Tschüss. Tschüss und noch einen schönen Tag. Tschüss.